Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Biomutant. So, also wir hocken hier immer noch in der Vorstadt. Ne? Hier wird immer noch das große Monster hier angezeigt. Ich weiß aber nicht, wo, wieso es bleibt. Eigentlich müsste es hier irgendwo sein, aber ich habe echt keine Ahnung, ob ich es triggern kann oder wie. Von daher würde ich jetzt einfach mal ganz stumpf behaupten. Also ein, zwei Ideen habe ich noch, wo es sein könnte. Das sind, okay, das sind kleine Steinviech. Oh, hallo. Ah, okay. Und du bist des Todes. Perfekt. Mal kurz ein bisschen hier durchlooten. Das ist eine neue Stufe. Das ist, finde ich gut. Mag ich. Hauptsache, du bist zufrieden damit. Komm. 140er Glück kann man nie genug haben. So. Also hier ist auf jeden Fall schon mal nicht. Aber ich habe hier noch was zum Looten. Wir werden uns auch gleich auf den Weg machen zu einer besseren Gegend. Also bitte ein bisschen Kontenance haben, ja. Ich bin auch noch auf der Suche. Weil ich recht entsinne, war das das Ding, wo man runter in den Keller konnte. So, da sind wir aber auch nicht weitergekommen. Und ich sollte mich gleich mal umschauen. Ob ich meinen Controller laden kann oder zumindest neue Batterien habe. So, ich das letzte Mal irgendwie ein bisschen verpennt. Ja, gut, dann waren das jetzt aber auch schon alle meine Ideen, wo sie hätten sein können. Auf den ersten Blick. Ja, ich habe auch vergessen zu gucken. Die besten Geschichten drehen sich um Helden. Dies ist so eine Geschichte. Na gut, es möchte nicht kommen, ist ja auch alles okay. Da machen wir das ein bisschen anders. Ich würde sagen, dann begeben wir uns auf den Weg dahin. Was haben wir hier eigentlich nochmal? Genau, die Wände mit der Klongfaust, ne? Wollen wir das mal eben kurz machen? Dann haben wir die beiden Wände hier fertig. Machen wir Quest verfolgen. Schnellreise hierhin. Würde ich sagen, dass wir das mal schnell so machen. 200 Meter, 400 Meter, ja, dann ist der das erstmal. Aber da komme ich nicht drüber. Aber hier müsste ich dann eigentlich begleiten. Weil Silo 6D, aber ich wusste gar nicht, dass man da irgendwas Großes zerschlagen kann. Das wusste ich gar nicht. Also ich kann mich an Silo 6D erinnern, aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich was zerbomben könnte. Oh, weggerutscht. Verdammt. Untergrundbereich. Und gucken wir mal, was uns da erwartet. Na, ich muss dann kurz außen rum, Sekündchen. Dann bin ich ein bisschen gespannt, ne? Das hässliche Ding. Komm mal her hier. Kurz aufpassen. Aua. So. Thank you.
So, die beiden sind also schon mal dahin. So, dann sind alle drei schon mal dahin. Das ist gut. So, du. Alles klar, alles klar, alles klar. Nutze die Nacht. So gut es geht. So, und dann soll ich da unten anscheinend irgendwas bauen können. Ich erinnere mich gerade. Ja, ich kann mich. Und boom. Das sieht doch besser aus. Lass direkt wieder auf das Schwert gehen. Und hier unten muss ich dann irgendwo eine überragende Beute haben. Ich nehme mal den Schrank hier. Habe ich hier sonst noch irgendetwas? Das Buch, die Zeitung, irgendwas? Klo, Toilette, nö, alles. Nichts mehr. Alles klar. Dann. Scheißepunkt darunter. Ist sie not so out? Ich habe nämlich den da unten. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie ich da am besten hinkomme. 358 Meter. Muss ich irgendwie um diesen Berg rum? Guck mal. Ja. Also egal wie ich es drehe, ich müsste um diesen Berg rum. Man kann nicht hochklettern, das muss ich. Da oben muss irgendwas sein. Gebacken! Also von der Logik her. Mein Auge juckt eine Sekunde. So. So, noch höher oder sehe ich das gerade falsch? Punkte sind da auf jeden Fall, aber auch nur noch bis da. Ja, okay, gut. Ich glaube, dann war es das hier oben. Helden sind nur Helden für andere, aber sie verrichten die Taten. Sonst sind sie keine Helden. Das hat jetzt nicht so gut geklappt. Ab und zu kommt der Gleiter raus, ab und zu nicht. Okay, jetzt zum Beispiel ging er raus. Ich glaube, man kann doch gar nicht zu hoch abspringen. Im Gleiter kann man gar nicht zu hoch abspringen. Oder? Oder? Weiß es nicht, also ich habe es zumindest noch nie gehört. Sieh dir dieses Silo an. Könnte leer sein. Aber vielleicht nicht ganz leer. Ja, hier nur eine überragende Beute, das habe ich so ein bisschen Angst, was da drin ist. Ich gucke später nach. Jetzt erstmal da unten hin. Schön. Ui. Holzreste sind wunderbares Baumaterial. Da unten brennt schon wieder ein Dorf. Ein Knuffelschnuffel. Ich glaube, ich muss dann ja echt mal wieder meine Ausrüstung so ein bisschen verbessern. So, Ausrüstung. Ich fange erstmal mit dem Kopf an. Kann man das eigentlich irgendwie. Ne, sortieren kann man das nicht. Wo ist sie? Egal, finde ich gleich wieder.
Und das Ding ist süß. Und wo ist dieser Hut? Warte. Warte. Der ist süß Orden. Okay. Bisschen wenig Verteidigung. Wo ist er? Wie viele Hüte habe ich denn mittlerweile? Das Ding ist creepy. Bärenmetallhelm. Das Ding ist creepy. Da ist es. Netzkrempe. Komm, die setze ich mal auf. Dann Gesicht. Rechte Schulter. Immer schon mal 17. Linke Schulter. Ja, jetzt muss ich erstmal über 28 kommen, ne? Da ist nichts mehr. Rechte Schulter, Gesicht, linke Schulter, Rücken. Energieregeneration ist auch sehr schön. Plus Rüstung hoch. 22, 24, 34. 34 mehr. Mehr habe ich aber auch gar nicht. 64, den nehme ich auf jeden Fall. Sieht mir aus wie so ein General. Schicke Hose. Finde ich auch. Na gut, mein Schwert behalte ich. So, jetzt haben wir doch wieder... Jetzt sieht es doch wieder ein bisschen besser aus. Das hier ist schrecklos. Eine angeblich monsterfreie Höhle. Und warum ist sie dann zugemacht? Ist sie richtig verbarrikadiert. Jeder Tag bietet dir eine neue Chance, dein Schicksal zu erfüllen. So eine monsterfreie Höhle? Man muss hier eigentlich irgendwie Sprungpassagen geben. Also klar. Zeit für Konzentration. Wow, wow, wow. So, einer schon mal weniger. Der große ist weg. Der kleine, der kann noch. Aber das war's dann jetzt auch mit ihm. Würde ich mal behaupten. Oh, hier ist die überragende Beute. Ein Entenhelm. Noch 4 Medizin, das ist immer schön. Davon habe ich auch noch was zum Graben. Mal kurz gucken, ich glaube, bin ich von hier gekommen? Ja, von hier bin ich gekommen. Das heißt, es muss hier oben weitergehen für mich. Geht es aber nicht. Ernsthaft? Nicht mal hier? Du Zwerg. Noch einen anderen Weg nach oben. Irgendwas. Ich habe immer das Gefühl, ich übersehe etwas. Und ich kann etwas noch nicht. Oh, warte mal, ich habe doch. Das heißt, ich kann es nicht, sondern. Ich kann es.
Neue Stufe, der ist auch weg. Und auch er ist dahin. Du hast nichts mehr für mich. Du hast nichts mehr für mich. Du nicht, du nicht, du nicht. Okay. Ich habe ja Levitation gelernt, das ist das Gute. Bist du denn dieses... Ärgern mich. Jetzt ärgern sie mich nicht mehr. Ärgert, dass die überragende Beute wirklich hier oben ist, ne? Aber ist auch egal. Der Himmel wird grauer. Es wird jeden Moment heller. Sehr schön. Wollen wir das Dorf da unten mal eben kurz retten? Ich meine, so viel Zeit haben wir ja eh nicht mehr. Ich renne mal eben kurz da runter zu dem Dorf. Oh, Kuddel. Balani? Die Bullibull-Lichtung ist wunderschön. Halte nach Kuddel Ausschau. Mal sehen. So ist halt die Süßigkeit. Also klingt so. Er hat von deinen Taten gehört, fürchtet aber, du würdest es vorziehen, im eigenen Saft zu schmoren. Und du bist Koch? Fragt sich, wie du darauf kommst. Du liegst nicht ganz falsch, aber er bevorzugt die Bezeichnung Mixologe. Er fragt sich, was du jetzt tun willst, nachdem du so stark geworden bist. Wirst du die Welt ernähren oder dabei zusehen, wie sie verhungert? Du riechst frisch und bereit, so wie jemand, der belebende, gesunde Ernährung zu schätzen weiß. Er sagt, man isst, was man trinkt. Willst du gut sein, solltest du also gesund und gut trinken. Trinkst du nur Unsinn, wird es dich innerlich aushöhlen. Denkt, das Leben steckt voller Zutaten. Was du miteinander mischst und aufnimmst, liegt bei dir. Und wenn du bist, was du trinkst, was passiert dann, wenn du andere Zutaten wählst? Warte. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. So oder so, ich bin ich. Aber das würdest du nicht denken, oder? Findet es fantastisch, wie die Welt zu neuem Leben erwacht, so viel Frisches zu trinken. Findet es beeindruckend, wie sehr du dich angestrengt hast, der Welt wieder Geschmack zu verleihen. Findet es großartig, dass du dich den Myriad angeschlossen hast. Sie achten immer sehr darauf, was sie ihrem Körper zuführen. Nichts als Laub und Licht. Aber ob das jetzt so gut ist, weiß ich jetzt auch nicht. Nur Laub und Licht. Sie sind ein gutes Volk. Wenn du zu ihnen gehörst, musst du auch gut sein. Du solltest deine Unterhaltung zum Köcheln bringen. Er fragt sich, ob du schon mal eine Suppe hattest, die köstlicher als das Leben selbst war. Wenn nicht, bist du hier richtig. Für seinen Kuddelju ist er weithin bekannt. Seine Gedanken sind wie sein Ju, immer ein halbes Kuddelmuddel. Deswegen nennen ihn auch alle, die ihn kennen, Kuddel. Unglaublich, oder? Er möchte, dass ihn noch mehr Kunden kennen. Er verspricht dir, sich um dich zu kümmern, wenn du dich für ihn um etwas kümmerst. Aus was für Zutaten besteht dein Ju? Sagt, es ist von allem etwas drin, aber auch etwas Spezielles. Braucht jemand Fußnagel? Möchte, dass du nach einem Farbspektrum Ausschau hältst, das nach dem Regen in der Sonne leuchtet.
Also, er sucht Regenbogen. Nach einem Konzentrat der prismatischen Brechung des Sonnenlichts in Form von köstlichen Regentropfen am Himmel. Du? Dort, wo die Farbe auf den Boden trifft, findest du das Konzentrat. Bring es zu ihm, dann bereitet er dir einen Kuddeljü zu. Sowas sollte doch wirklich jeder haben. Du? Könnte dir nicht mehr zustimmen. Es wäre grandios, diesen Geschmack mit der Welt zu teilen. Bestimmt siehst du jetzt alles deutlich. Klarer als je zuvor. Zu viel Licht ist nicht gut für dich. Das sagt die Beute immer über die Jagd. Du hast bloß Angst, dass es dich zu Asche verbrennt und wegweht. Hab ich nicht. Zumindest nicht viel. Ha! Solltest du aber. So. Ein Ende des Regenbogens. So, da wollte ich aber ursprünglich ja gar nicht hin, sondern hier vorne. Es braucht ein Dorf. Ist wütend, dass der Weltuntergang bedeutet, dass man vor Monstern wegrennen muss. Die Nabucelio. Wenn man nicht gut rennen kann, sollte man zuerst auf einer Rennfläche üben. Genau. Das Ding wird Trittrennband genannt. Vielleicht hat man so damals Sachen angetrieben. Verrückt, oder? Warum sollte ich das benutzen? Schätzt, es wäre praktisch, sich im Laufen zu üben, bevor du um dein Leben laufen musst. Guter Grund. Sagt, ein Rennband ist wie ein großer Gehweg auf Rädern. Es ist zwar kaputt, aber du könntest es reparieren, oder? Stimmt. Dann kannst du drinnen üben zu rennen, wo es sicherer ist. Ich könnte anderen helfen zu fliehen. Gefällt es, wie dein Verstand läuft. So. Aua. Dann machen wir die mal kurz Kleinholz. Ach, da vorne habe ich noch einen. So. Die haben wir. Oder? Boah, doch schon ziemlich. So, sprich mit dem Stammesmitglied. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Aufnahme. Für so etwas findet sich immer ein Zweck. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, tschüss.